Haus am Inn. Ich bin Maria Biok und darf Sie auch im Namen von Anna Rottensteiner, die Sie im Bild sehen, die Leiterin des Literaturhauses am Inn, ganz, ganz herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Anna Rottensteiner hatte technische Probleme, deswegen übernehme ich jetzt Ihren Part der Einführung und ich hoffe, ich bin eine würdige Vertretung. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zum ersten Abend der Veranstaltungsreihe vom Baltikum bis Usbekistan. Gegenwartsliteratur 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion. Eine Reihe, die vom Russlandzentrum der Universität Innsbruck und dem Literaturhaus am Inn konzipiert und organisiert werden. Die Vorbereitungen dazu gehen bereits 2 Jahre zurück. Ich erinnere mich an das erste beide Treffen mit den Kolleginnen von der Slawistik, Eva Binder und Miriam Finkelstein. Dazwischen ist sehr viel geschehen. Dennoch, das Grundanliegen der Reihe ist dasselbe geblieben, nämlich Autorinnen und Autoren aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion einzuladen und in einer Kombination aus Lesung und moderiertem Gespräch Einblicke zu erhalten in die jeweiligen Länder, Regionen und Sprachen und so eine Vielfalt erahnen zu lassen, wo 70 Jahre lang zumindest ideologisch Einheit und Einheitlichkeit als Ziel ausgegeben wurden. Einzig die Vermittlungsform ist variabel geworden, aber wenn man Autorinnen aus fernen Ländern wie Usbekistan einladen möchte, haben digitale Formate durchaus auch ihren Vorteil. Den Beginn machen wir heute mit der Ukraine und Belarus. Und ich möchte Ihnen die Beteiligten am Abend kurz vorstellen. Das sind, wie bereits erwähnt, Eva Binder und Miriam Finkelstein, unsere beiden Slawistinnen. Eva Binder hier am Institut für Slawistik der Universität Innsbruck, deren Russlandzentrum sie auch leitet. Miriam Finkelstein, die von Innsbruck ans Institut für Slawistik nach Graz gegangen ist, zurzeit aber in Berlin ist, von wo sie sich auch zugeschaltet hat. Und dann sind da unsere beiden Hauptgäste, die Autoren Tanja Maljatschuk und Alchert Bacharewitsch, die wir ganz herzlich willkommen heißen. Sie möchten wir Ihnen nun etwas detaillierter vorstellen. Tanja Maljatschuk wurde 1983 in der Westukraine geboren. Sie studierte Philologie an der Universität der Vorkarpaten und arbeitete im Anschluss daran einige Jahre als Kultur- und investigative Journalistin in Kiew. 2011 emigrierte sie nach Wien. Ihre ersten Bücher erschienen in der Ukraine 2004 und 2006. Im Jahr 2009 erschien die erste Übersetzung ins Deutsche, nämlich der Erzählband 9%iger Haushaltsessig. 2013 folgte ihr Roman Biografie eines zufälligen Wunders. Beide Bücher sind im Residenzverlag erschienen. 2014 erschien in der Berliner Edition Fototapeta in deutscher Übersetzung der Erzählband von Hasen und anderen Europäern Geschichten aus Kiew. Und 2016 der Text Überflutet in der Edition Tannhäuser. Beides sind sehr spannende Kleinverlage, in denen auch belarussische Literatur in Übersetzung erscheint. So in der Edition Fototapeta die Anthologie Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution und auch der Essay Berlin, Paris und das Dorf von Alheret Bacharewitsch und bei Tannhäuser Texte von Volker Habelbawa und Liliana Korbocza aus der Republik Moldau. Zuletzt erschienen 2019 ist die Übersetzung des Romans Zabitja Vergessenheit, im Deutschen unter dem Titel Blauwal der Erinnerung, und dem sie sich fiktionalisiert mit der Existenz zwischen den Stühlen in der Emigration auseinandersetzt und mit dem ukrainischen Volkshelden Vjatslav Lipinski, der in den 1920er Jahren ebenso in Wien in der Emigration gelandet war. Der Roman Vergessenheit 2016 wurde vom ukrainischen Programm der BBC als Buch des Jahres ausgezeichnet. Maljatschuk schreibt
großteils auf Ukrainisch. 2018 jedoch gewann sie den Bachmann-Preis mit dem auf Deutsch verfassten Text Frösche im Meer. Alchert Bacharewitsch, schön, dass wir auch Sie begrüßen dürfen. Sie sind ja aus Graz zugeschaltet, wo Sie gerade mit Ihrer Frau, der Autorin, Übersetzerin und Fotografin Julia Timofejeva, auf Einladung der Stadt Graz Writer in Res in Exile sind. Herr Bacharewitsch wurde 1975 in Minsk geboren. Er studierte weißrussische Philologie und Pädagogik an der Maxim-Tank-Hochschule und arbeitete anschließend als Lehrer und Journalist. Er ist auch Übersetzer deutscher Literatur, so unter anderem von Hans Magnus Enzensberger, Jan Wagner, Wilhelm Hauff. Seine Werke verfasste er ausschließlich auf Belarusisch. Sie sind in wesentlichen Literaturzeitschriften seines Landes veröffentlicht und in unabhängigen Minsker Verlagen erschienen. Mit seinem ersten Buch, dessen Titel übersetzt Praktisches Hilfswerk zur Zerstörung der Städte ist, konnte er den einzigen unabhängigen belarussischen Literaturpreis Kliniani Viales für das beste Buch des Jahres 2002 gewinnen. Und auch mit seinen weiteren Büchern wurde er in seinem Heimatland zu einem sehr viel gelesenen Autor. Einige seiner zahlreichen Erzählungen und Gedichte sind ins Deutsche, ins Tschechische, Ukrainische, Polnische, Bulgarische und Slowenische übersetzt worden. Er ist Mitglied im Oppositionellen Schriftstellerverband seines Heimatlandes und war mehrmals Writer in Exile Stipendiat des BEN-Zentrums Deutschland. In deutscher Übersetzung erschien von ihm auch das Buch Die Elster auf dem Galgen im Leipziger Literaturverlag und der bereits erwähnte Essayband Berlin, Paris und das Dorf in der Edition Fototapeta. Ja, zu guter Letzt begrüßen möchte ich noch Christoph Rath, Schauspieler, Writer und Regisseur mit österreichischen Wurzeln und Lebensmittelpunkt in Zürich. Er wird gemeinsam mit mir dann die Texte unserer beiden Autoren, Autorinnen auf Deutsch lesen. Ja, vielen herzlichen Dank und ich übergebe das Wort an die beiden Organisatorinnen Eva und Miriam. Vielen Dank, Maria, für die Einleitung. Ich hätte ganz was ähnlich gesagt wie Anna Rottensteiner, dass wir seit 2 Jahren planen an dieser Reihe und dass eben Corona dazwischen gekommen ist. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Reihe etwas anders ablaufen zu lassen. Nur ein paar Worte dazu, was uns wichtig erscheint. Im Mittelpunkt sollen natürlich die Autorinnen und Autoren selbst stehen. Es soll eine Begegnung mit ihnen und auch mit ihren Texten werden. Davon, dass wir in der Regel nicht nur einen Autor bzw. eine Autorin, sondern 2 Autorinnen und Autoren einladen, erhoffen wir uns mehr Dialog und Gespräch, wie auch eine Erweiterung und Differenzierung des riesigen geografischen Raums, also dieses Territoriums der ehemaligen Sowjetunion, dem wir uns wohl oder übel stellen müssen. So standen wir natürlich vor dem Problem, dass aus der Sowjetunion 15 Nationalstaaten mit 15 Sprachen hervorgegangen sind. 15 Veranstaltungen mit 15 Anreisen und Aufenthalten wären schon allein organisatorisch, geschweige denn finanziell, von uns zu meistern gewesen. Zur geografischen kommt die sprachliche Vielfalt im wahrsten Sinne des Wortes. Für uns Slawistinnen, die Miriam und ich sind von den 15 Nationalsprachen der ehemaligen Sowjetunion, also der Republiksprachen, eigentlich nur 3 unmittelbar zugänglich und das sind die slawischen, Belarussisch, Ukrainisch und Russisch. Alle anderen Sprachen sind für Slawistinnen und Slawisten in der Regel genauso unbekannt und unzugänglich wie für alle anderen Europäer auch. Die Konsequenz aus all dem ist leider, dass nur 10 Minuten für die Lesung und damit für die Texte selbst bleibt. Hier sollte ich dazu sagen, dass Zoom hat einfach die Notwendigkeit, kürzer zu sein und wir wollen nicht länger als 80 Minuten insgesamt brauchen.
Das heißt 10 Minuten für die jeweilige Lesung und für die Präsentation eines Textes, etwa die doppelte Zeit für das Gespräch und dann die letzten 20 Minuten für das Publikum und für Fragen. Es wird insgesamt 4 Zoom-Veranstaltungen geben, eine ab jetzt pro Monat, durchgängig bis Mai. Die ersten beiden werden auf Deutsch sein. Dann folgen 2 Veranstaltungen mit einer simultanen Verdolmetschung vom Russischen ins Deutsche. Über Zoom scheint dies problemlos möglich zu sein, sonst hätten wir konsekutiv gedolmetscht und wesentlich weniger Zeit. Aber es ist für uns eine absolute Premiere, ein Experiment und wir sind selber schon gespannt drauf. Bei der letzten Veranstaltung im Juni hoffen wir dann, dass die Lyrik-Performance-Gruppe Arbita aus Lettland auch tatsächlich anreisen kann. Und nun noch einmal von meiner Seite ein besonderer Dank an das Literaturhaus, natürlich für die Kooperation. Und was ich unbedingt auch dazu sagen sollte und muss, ist, dass die Ideengeberin des Ganzen Miriam Finkelstein ist. Miriam, dir ganz vielen Dank, dass das überhaupt alles stattfindet. Und so beginnen wir heute mit dem uns geografisch und sprachlich am nächsten oder relativ nahen, im relativen Westen der Sowjetunion, mit Ukrainisch und Belarussisch. Und hier vielleicht nur noch eine Bemerkung dazu. Es könnte Belarussisch sein, es kann aber auch Belarussisch sein. Im Deutschen gibt es diese Varianten. Wohl nicht mehr ist es Weißrussisch, aber ich habe heute im Duden nachgelesen, man findet in den Texten ganz unterschiedliche Schreibvarianten, in letzter Zeit häufiger mit einem S. Natürlich auch in Abgrenzung zur russischen Sprache. Und damit übergebe ich jetzt an Miriam. Ja, vielen herzlichen Dank, Evi, vielen herzlichen Dank, Anna und Maria. Ich wünsche allen Teilnehmenden und Teilnehmerinnen einen wunderschönen Abend aus Berlin. Es ist ein großartiger Abend, weil wir hier alle zusammenkommen aus Innsbruck. Innsbruck ist quasi unser Mittelpunkt, aus Graz, aus Wien und ich eben auch aus Berlin. Und ich freue mich also auch ganz besonders auf unsere beiden Gäste. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt loslegen können mit unserer Reihe. Nach der langen Vorlaufzeit. Im Mittelpunkt steht ja die Sowjetunion, die sich vor 30 Jahren aufgelöst hat. Und die zentrale Frage, die wir uns stellen und an alle unsere Gäste stellen möchten, auch in Zukunft. Wie erinnern Sie sich an den Zerfall? Wie sind Ihre Erinnerungen? Wie möchten Sie dann im weiteren Verlauf des Abends auch danach fragen, wie Ihre Einschätzung, wie Ihre Sicht der heutigen Literaturen ist in Belarus, in der Ukraine. Aber anfangen möchte ich mit einer anderen Frage an Sie beide. Zuerst vielleicht an Frau Malarchuk, dann an Herrn Bacharewitsch. Wie haben Sie diesen einen Tag erlebt? Der Tag, an dem die Sowjetunion aufgehört hat zu existieren. Vielleicht können Sie uns Ihre persönliche Erinnerung an diesen Tag erzählen. Was war da eigentlich los? Frau Malarchuk, bitte. Ich enttäusche Sie vielleicht mit meiner Antwort. Ich erinnere mich überhaupt nicht an den Tag. Ich erinnere mich nicht an das Jahr sogar, muss ich sagen. Ich bin so eine Person, die immer in ihren Träumen lebt. Und vielleicht als Kind war ich schon so. In meiner Familie wurden auch sehr wenige Gespräche geführt zu diesem Thema. Ich weiß, ich habe erst viel später erfahren, dass mein Vater in der Partei war, dass er ein Jahr zuvor sein Parteibuch abgegeben hat, relativ spät. Ja, seine Kollegen, seine Freunde haben das früher gemacht. Also meine Mutter hat immer noch das Parteibuch. Es gibt da, wie jede Diktatur ist auch diese Diktatur sehr schnell und sehr unerwartend zusammengebrochen. Also ich beschäftige mich jetzt viel mehr an den Tag erinnere ich mich nicht, aber ich beschäftige mich sehr viel jetzt an die also mit dem Thema Sowjetunion und ich glaube, dass es vielleicht so büße ich ein bisschen, dass ich so alles verdrängt habe. Nach der Verdrängung kommt vielleicht auch ein neues Erkenntnis. Ja, vielen Dank. Alhir, dieselbe Frage an dich. Du warst ja schon ein ganz klein wenig älter in dem Jahr, an dem Tag.
Was könntest du uns denn davon von diesem Tag erzählen? Und jetzt kommt ein Roman. Ja, guten Abend. Zuerst wollte ich vielen Dank sagen für die Einladung, ja, für diese Veranstaltung. Ja, da ich in der Zeit der Auflösung der Sowjetunion schon 16 Jahre alt war, habe ich ziemlich viele Erinnerungen, vielleicht nicht an den Tag, aber an dieses Jahr. Ja, und ich war das Kind der Perestroika, so würde ich sagen. Und ich trug damals das weiß-rote, weiße Abzeichen auf meinem Schulanzug. Und ich hab auf meinem Schulaufgabenheft geschrieben, das sowjetische Imperium muss sterben. So, und ja, und ich ging so in die Schule und ich hatte praktisch keine Angst, das sowjetische System hatte damals seine Agonie, ja, und ja, praktisch keine Angst. Und ich habe auch andere Erinnerungen, zum Beispiel, es gab Proteste im August 1991 in Minsk gegen Junta, gegen GKCP in Minsk. Und ich war 16 Jahre alt, ich war Schüler in einer normalen sowjetischen Schule, aber ich ging so zu diesem Platz und ich protestierte. Und es gab einen Tisch auf diesem Platz, also Hunderttausende Menschen waren dabei und es gab einen Tisch und ich habe mich in die Partei, in die belarussische Volksfront angemeldet damals. Und ich kam nach Hause zurück und ich erzählte meiner Mutter, Mami, sagte ich, ich bin jetzt bei der Volksfront. Ja, und meine Mutter war damals eine überzeugende Kommunistin und sie war sehr erschrocken. Ja. Bevor wir nun zur Lesung kommen, noch eine Frage mit der Bitte um relativ kurze Antworten. Und zwar, es sind 30 Jahre vergangen. Die nationalen Literaturen haben sich in dieser Zeit unterschiedlich woanders hin entwickelt. Könnten Sie vielleicht drei zentrale Tendenzen nennen, was sich verändert hat? Ich beginne wieder mit Tanja Maljatschuk. Verändert hat wo? In der Ukraine, also in Ihrem Fall in der Ukraine und im Fall von Alhird Bacharjewitsch in Belarus. Okay, sind unabhängig geworden? In Bezug auf die Literatur. Okay. Nicht in Bezug auf das Land. Das dachte ich mir, deswegen frage ich. Ja. Im Literatur, also das weiß ich wieder nicht, weil ich in den 90er Jahren keine Literatur noch gelesen habe, nur so Kinderbücher. Mhm. Aber es ist freier geworden eben, die Literatur. Man kann, man hat sehr viele Themen verarbeitet, die in der Sowjetzeit nicht gesprochen werden durften, zum Beispiel Holodomor, zum Beispiel Repressionen und zum Beispiel sogenannte Rostrelyane Widrojenia, das sind mehr als 300 ukrainische Schriftsteller, die im Zuge der stalinischen Repressionen in den 30er Jahren erschossen worden sind. Darüber durfte man alles nicht. Ja, man hat mhm. einfach die Ukraine wieder wiederentdeckt, ja, was das Ukrainische mhm. war. Ja, das ist vielleicht das Ziel der Literatur auch immer noch heute, dieses Ukrainische zu finden, ja, zu finden, erfinden, entdecken, wiederentdecken. Auch, das ist das Hauptziel, glaube ich, ja. Mhm. Was noch? Ich bin keine Kritikerin, das ist schwer zu sagen, so im Allgemeinen, was mhm. hat sich verändert. Es bleibt immer noch sehr viel, das neu erschaffen werden muss. Ja? Nicht verändern, sondern neu gemacht werden muss. Mhm. Auch in der Literatur. Ja.
Ja, vielen Dank. Dann wechseln wir zu Alher Bacharewicz. Ja, die sowjetische belarussische Literatur war eigentlich sehr gut entwickelt und wir hatten internationale bekannte Autoren, zum Beispiel Wassil Bykow und Олесь Адамович, aber sowjetische belarussische Literatur, sie war vor allem mit der Kriegsprosa vorgestellt. Und zum Beispiel solche Autoren wie Ivan Schanakin, Wyacheslaw Adamczyk, sie wurden in der Sowjetunion sehr gern und viel gelesen. Aber die Themen der sowjetischen Literatur, es waren tatsächlich zwei. Also der Zweite Weltkrieg und Kolchosen. Ja, die sowjetische, belarussische Literatur war eigentlich mit den Wörtern Matka, Jajki, Mleko, Speck, Los vorgestellt. Also es gab einen Stereotyp über die sowjetische, belarussische Literatur. Und in den 90er Jahren, als wir unabhängig geworden sind, kam zu unserer Literatur zuerst der verspätete Modernismus zum Beispiel. Die Generation der Autoren, die 30, 40 Jahre alt waren, kamen zur Literatur und sie haben neue Themen gebracht. Sie haben versucht, diese alte Tradition, alte belarussische Tradition, mit der Tradition der Weltliteratur zu verbinden. Und dann kam der Postmodernismus. Das ist schon die zweite Hälfte 90er Jahre und es geht schon um mich selbst, ich und meine Kollegen, meine Generation, die Autoren, die damals 20, 25, 30 Jahre alt waren. Wir haben eine Literaturgruppe gegründet, Bum Bam Lied. Wie in der Ukraine gab es Bubabu, ja, diese Zeit. Ja, wir waren Bum Bam Lied und wir waren Postmodernisten. Wir waren sehr skandalös, wir waren sehr grob, wir waren sehr provokativ. Das war der brutale belarussische Postmodernismus. Ja, wir waren skandalös, dass ich zum Beispiel einmal, also für mich war der Eintritt ins Literaturhaus in Minsk verboten, nach einem Auftritt von mir. Ja, ich las damals die sehr provokative Gedichte, sehr spielerische. Zum Beispiel war ich bekannt mit einem Gedicht, das Niemetskaya Mowa hieß, also die deutsche Sprache. Und ja, ich habe eine kleine Zitate davon vorbereitet. Es ging in diesem Gedicht über die deutsche Sprache. Oh, meine herzliebste deutsche Sprache, deine Quellen sind so tief. Du bist unser Fackel in der Nacht. Du hast so mutig alle Not überlebt. So, solche Gedichte las ich in 90er Jahren und das war unser belarussischer Postmodernismus. Aber jetzt erinnere ich mich an diese Zeit natürlich mit Lächeln. Es war sehr komisch. Es war sehr komisch und ja, vor 20 Jahren begann in Belarus eine ganz andere Ära, eine ganz andere Zeit und jetzt würde ich sagen, es gibt drei sogenannte Parteien in der belarussischen Literatur. Es gibt die Partei, ich gehöre auch zu dieser Partei, das sind einfach freie Autoren, die keine Schriftsteller, Autoren für Verbände brauchen, die einfach leben und schreiben. Wir sind offen und wir sind, ich
würde sagen, westlich orientiert. Es gibt auch eine Partei, die sowjetische Traditionen weiterentwickeln und sie sind prostaatlich, diese Autoren. Und es gibt auch die dritte Partei, die gegen Lukaschenka ist, aber auch diese sowjetische Traditionen der belarussischen Literatur weiterentwickeln. Ja, vielen Dank. Über die Sprache kommen wir dann vielleicht noch zu sprechen. Ich würde jetzt gerne zur Lesung überleiten. Nämlich wir wechseln wieder zu Danja Maljatschuk und die Erzählung, die gelesen werden wird, aus dem bereits präsentierten Buch von Hasen und anderen Europäern. Und die Erzählung hat Danja Maljatschuk selber vorgeschlagen, nämlich als klar war, dass wir aus dem Roman von Alhier Bacharjewitsch, der sich Die Hunde Europas nennt, lesen werden, hat sich passend eine Erzählung mit dem Titel Der Haushund gefunden in dieser Erzählsammlung, die noch dazu den großen Vorteil hat, dass wir sie fast zur Gänze lesen können, weil sie wunderbar kurz ist und die noch einmal toll, sehr gut zu unserem Thema passt, denn darin findet sich eine gewisse Elvira Wladimirovna und diese Elvira wird für alle, die in der Sowjetunion waren, die führt zurück in die Sowjetunion, in dem, wie sie ist und wie sie beschrieben wird. Wir werden es nun so machen, Tanja Maljatschuk wird einen kurzen Teil auf Ukrainisch anlesen und dann wird Maria Piok die Erzählung lesen. Musste ich das lesen? Das musste ich nicht. Ah, ja, wär schön gewesen. Sie haben es nicht vorbereitet, oder? Weil sonst lesen wir vielleicht, Tanja, wir lesen zuerst den deutschen Teil und vielleicht finden Sie in der Zwischenzeit zumindest die Einleitung. Okay, dann Maria. Canis lupus familiaris, der Haushund. Elvira Wolodymyrina sitzt in Raum 17. Um den Raum zu finden, muss man die Holztreppe in den ersten Stock hinaufsteigen und den dunklen Korridor bis ans Ende gehen. Jeder fürchtet sich vor Elvira Wolodymyrina, denn sie ist streng. Deswegen verschlägt es nur die zu Elvira, die sie nicht kennen. Oder die falsche Tür erwischt haben. Oder die wissen wollen, wie die prinzipienfesteste Frau der Welt aussieht. Äußerlich ist Elvira Wolodymyrina ein angegrautes Frauenzimmer mit wasserstoffblondem Haar. Ein schmales, strenges Gesicht, das kein Erbarmen kennt. Die Lippen dünn und verkniffen, eine Leichenbittermine. Die Nägel akkurat lackiert, rot wie Blut. Der Rock bis kurz übers Knie mit schmalen, eleganten Streifen. Der gestreifte Blazer von derselben Eleganz. Ein Minimum an Schmuck, eine Kette um den Hals, Ohrringe, ein Ring mit einem künstlichen polnischen Bernstein am Mittelfinger der rechten Hand. Alles aus Gold. Manchmal setzt Elvira Wolodymyrina eine Brille auf, damit ich dich besser sehen kann. Du kommst zum Beispiel an einem Montag zu Elvira Wolodymyrina. Montag ist ihr einziger Sprechtag. Du bist ein selbstbewusster Bürger der Ukraine. Du warst schon zweimal im Ausland, du kannst dich fließend auf Englisch verständigen. Du weißt, dass es Beamte gibt, denn du warst dafür. Du zahlst ihr Gehalt, du ernährst sie. Also stürmst du zu Elvira Wolodymyrina ins Büro als stolzer Bürger eines Landes, das vielleicht in 20 Jahren mal in die EU aufgenommen werden wird. Elvira Wolodymyrina sitzt unterdessen an ihrem Schreibtisch. Sie wundert sich keine Sekunde über dein Erscheinen. Sie hat dich sozusagen erwartet. Sie mustert den Eindringling von Kopf bis Fuß und kreischt mit bitterer Stimme. Warten Sie bitte draußen. Warum protestierst du? Warum soll ich draußen warten? Es ist niemand da, sie telefonieren nicht, sie schreiben nichts, es ist keine Mittagspause. Warum soll ich vor der Tür warten? Ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Elvira Wolodymyrina antwortet nicht. Sie schaut dich einfach an. Du protestierst zwar weiter, gehst aber dennoch hinaus und wartest draußen.
Dein Bürgerstolz ist ins Wanken geraten. Unwillkürlich glotzt du auf die dämlichen Tafeln, die im Korridor hängen, und erfährst, dass Alkohol plus Zigaretten ist gleich Brand, Sex minus Kondom ist gleich AIDS. Stumpfsinnig murmelst du einen Abzählvers vor dich hin. Eine kleine Piepmaus lief einmal ums Rathaus, lief wieder heraus und du bist raus. Aber deine Empörung legt sich nicht. Was soll denn das, tobst du? Das ist doch nicht zum Aushalten. Bissig und geifernd stürzt du zum zweiten Mal in den Raum Nummer 17. Dein misshandelter Bürgerstolz kommt wieder auf die Beine. Jetzt kann sie aber was erleben. Gleich wird sie dich auf Knien um Vergebung anflehen. Elvira Volodymyrivna sitzt unterdessen an ihrem Schreibtisch. Sie ist nicht überrascht. Sie hat dich erwartet. Sie weiß, wozu du fähig bist, und stellt sich dem Kampf. Sagen Sie mal, fährst du sie an, wer gibt Ihnen eigentlich das Recht, mir den Eintritt zu verwehren? Ich bin doch kein Rotzbengel. Ich bin ein Bürger der Ukraine, der brav seine Steuern zahlt und sich an die Gesetze hält. Ich komme zu Ihnen, weil ich ein Problem habe, für dessen Lösung Sie zuständig sind. Und Ihre Arbeit ist es, mir zu helfen und nicht da zu sitzen und sich die Fingernägel in diesem schrecklichen Rot anzupinseln. Sie sind dazu da, zu lächeln, mich höflich zu behandeln, mir zu Diensten zu stehen und den Hintern zu lecken. Wollen Sie das wirklich? Fragt Elvira Volodymyrivna bittersüß. Und plötzlich bist du eine winzige kleine Kröte in einem riesigen Schlammpfuhl. Hören Sie, sagst du schon ruhiger, ich wohne in der Frunzestraße 30/13. Für dieses Haus sind Sie zuständig, oder besser gesagt Ihre Wohnungsverwaltung. Und da in diesem Gebäude ist schon seit 3 Monaten der Fahrstuhl kaputt. Meine Wohnung ist im 8. Stock. Schon seit 3 Monaten renne ich die Treppe hoch wie ein 15-jähriger Sprung. 162 Stufen. Halb so wild, wenn man das 1-2 Tage macht. Aber 3 Monate! Warum haben Sie in diesen 3 Monaten nichts unternommen? Elvira Volodymyra steht auf und lächelt. Aber irgendwie ganz merkwürdig. Wie jemand, der riesigen Hunger hat und vor einem Teller mit leckerem Essen sitzt. Du willst nicht, dass sie antwortet. Du bereust schon, dass du überhaupt gekommen bist. Ach, scheiß doch auf den Fahrstuhl. Bist du 3 Monate zu Fuß gegangen, kommt's auf 3 mehr auch nicht an. Wozu hier den Bürgeraktivisten spielen? Soll sich doch jemand anderer beschweren. In einem so großen Haus gibt es immer irgendjemanden, der es dringender hat. Was haben Sie die 3 Monate lang gemacht? Flüsterst du und gehst rückwärts Richtung Tür. Was haben Sie in den 3 Monaten zustande gebracht? Elvira Volodymyrivna baut sich vor dir auf und es sieht so aus, als ob ihr Lachen gleich in ein Weinen kippt. Und du, sagt sie, was hast du zustande gebracht? Ich? Du zeigst mit dem Finger auf dich und hoffst inständig, dass außer dir noch jemand im Zimmer ist. Ich? Ja, du! Was hast du in den 3 Monaten zustande gebracht, seit der Fahrstuhl kaputt ist? Dir ist schwindelig. Am liebsten würdest du deinen Kopf in warmem, weichem Torf vergraben. Du wünschst dir, dein Kopf wäre ein Baumstamm. Was du zustande gebracht hast? Du weißt nichts zu sagen. Hängt davon ab, wie man die Sache herangeht, wie man alles betrachtet. Was wollen Sie genau wissen, nuschelst du. Was ich wo zustande gebracht habe? Meinen Sie den Fahrstuhl? Elvira Volodymyrivna sagt nichts. Ich muss den Fahrstuhl nicht reparieren. Das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Dafür bin ich nicht zuständig. Schweigen. Oder meinen Sie meine Arbeit? Meine eigene Arbeit? Mein Zuhause, was ich zu Hause zustande gebracht habe? Erklären Sie mir, was Sie wissen wollen. Ich verstehe gar nichts. Du siehst,
wie plötzlich eine riesige Träne auf das strenge, dürre Gesicht von Elvira Volodymyrevna tritt. Die Träne rinnt ihr den Gesetzen der Schwerkraft gemäß über die schlaffe Wange, nimmt Teilchen des Bürostaubs, der schwarzen Wimperntusche und der billigen Tönungscreme auf und tropft dann laut auf den Fußboden des Büros Nummer 17. Du schrickst zusammen, stapfst zur Tür, wählst nichts als Weg zurück in deinen ruhigen achten Stock, denn dir reicht's. Es reicht. Du stehst hier nicht vor dem jüngsten Gericht. Du stehst hier nicht vor dem Priester. Alle Männer sind Hunde, sagt Elvira Volodymyrevna und kehrt an ihren Schreibtisch zurück. Scher dich fort! Du scherst dich fort und musst dich zusammenreißen, um nicht loszujaulen. Du quälst dich, findest tagelang keine Ruhe, schläfst nicht, bist nervös. Was hat sie denn gemeint, diese Bürokratensau? Was nimmt sie sich heraus? Der Fahrstuhl ist schon seit 3 Monaten kaputt. 162 Stufen morgens und abends. Treppe ab, Treppe auf, Treppe ab, Treppe auf. Der Fahrstuhl ist kaputt, die Gebühren zahlst du aber trotzdem. Genau, so ist es. Jeden Monat einen Hryvnia und ein paar Kopeken. Es geht dir nicht um den Hryvnia und die paar Kopeken. Es geht ums Prinzip. Wofür zahlst du denn? Wie ein Lastesel schleppst du dich jeden Tag die Treppen hoch und zahlst der Wohnungsverwaltung auch noch Geld dafür. So etwas gibt's nur hier, in diesem beschissenen Land, das in 20 Jahren vielleicht mal in die EU aufgenommen wird. Am nächsten Montag gehst du in die Wohnungsverwaltung. Die alte Putzfrau am Eingang erkennt dich wieder, lässt ihren Schrubber fallen und läuft davon. Wahrscheinlich um Verstärkung zu holen. Zu Elvira Volodymyrevna kommt man kein zweites Mal. Das kann nur schief gehen. Du nimmst wieder die Holztreppe in den ersten Stock. Der lange, dunkle Flur, an den Wänden die Tafeln, die kein Verfallsdatum haben. Alkohol minus Zigaretten ist gleich Brand. Sex plus Kondom ist gleich Adios. Büro Nummer 17. Du legst das Ohr an die Tür, um herauszufinden, ob jemand da ist. Auf der anderen Seite ist es still. Auf der anderen Seite sitzt Elvira Volodymyrevna. Eine Hand zur Faust geballt, öffnest du die Tür. Und soll ich im Flur warten, fragst du zaghaft. Nein, nein, komm rein, ich hab Zeit. Elvira Volodymyrevna sieht genauso aus wie letzte Woche. Streng und unbarmherzig, verkniffene Lippen, blutrote Nägel. Sie steht auf, bereit zum Kampf. Du erstarrst in der Tür und weißt nicht, was du sagen sollst. Die letzte Woche hat dich verändert. Du bist eingefallen, abgemagert, blass, bleich, nachlässig gekleidet. Deine Augenbrauen zucken. Wissen Sie, ich brauche keinen Fahrstuhl, beendet Elvira Volodymyrevna den Satz statt deiner. Richtig, genau, deswegen bin ich gekommen, um zu sagen, dass ich den Fahrstuhl wirklich nicht brauche. Wissen Sie, es ist ein gutes Training, die Treppen zu laufen. In den letzten 3 Monaten bin ich richtig in Form gekommen. Ich fühle mich verjüngt. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Keine Ursache. Setz dich. Platz. Kraftlos fällst du auf den Besucherstuhl und ringst nach Luft. Heißer, klebriger Schweiß tritt dir auf die Stirn. Du spürst, wie du die Beherrschung verlierst. Elvira Volodymyrevna, ich habe nichts zustande gebracht. Gar nichts. Schon gut. Elvira Volodymyrevna streicht dir mit ihrer winzigen Hand über den Kopf und du heulst in ihren elegant gestreiften Bläser. Wer wird denn gleich so aufgeregt sein? Alles wird gut. Hast du Hunger? Hier, eine kleine Stärkung. Elvira Volodymyrevna holt ein Päckchen raus, vielleicht aus dem Bläser, und hält dir den Inhalt hin. Es ist ein Stück gebratenes Fleisch. Saftig, noch warm, duftend. Heißhungrig machst du dich drüber her.
leckst dir die Lippen und lässt dich hinterm Ohr kraulen. Vielen Dank. Sie haben wunderbar gelesen. Besser, als ich es würde, machen würde. Ich lese dann einen kurzen Ausschnitt, also gleich am Anfang, auf Ukrainisch, dass Sie auch einen Klang bekommen. Ельвіра Володимирівна сидить у кабінеті номер 17. Щоб знайти цей кабінет, треба піднятися дерев'яними східцями на другий поверх і пройти в кінець темного коридору. Ельвіру Володимирівну всі бояться, бо вона дуже принципова. Тому до її кабінету потрапляють, як правило, ті, що раніше ніколи Ельвіру не знали. Або помилково, або з цікавості. Щоб на власні очі побачити найпринциповішу жінку на світі. Ich glaube, dass diese Erzählung habe ich in Kiew geschrieben. Das sind sehr meine früheren Erzählungen. Man merkt das natürlich. Trotzdem liebe ich diese Texte. Ich habe das einfach aufgenommen aus dem Umgeben, was um mich herum war. Diese totale Angst vor Verwaltung, vor Bürokratie, es bleibt immer noch, aber deutlich weniger in der Ukraine. Diese Angst ist schon viel verarbeitet. Das haben wir eben aus der Sowjetunion. Diese Angst vor und diese Schuldgefühle, dass man nicht einmal weiß, an was man schuld ist, trotzdem ist man schon sofort schuld. Man ist schuld, einfach geboren zu werden. Ja. Und dieses Absurde, diese Kafkaeske, das ist eben ein Alltag gewesen. So ist eine kurze Einführung zu dieser Erzählung. Dankeschön für das Lied. Dankeschön. Ja, dann würden wir jetzt Alhier Twacharewicz bitten, eine kurze Passage auf Belarussisch uns vorzulesen aus den anderen Hunden, aus den europäischen Hunden, die Hunde Europas. Und ich habe hier leider nur die russische Übersetzung, leider nicht das im Original. Und dann wird im Anschluss Christoph Rath die deutsche Übersetzung lesen. Danke. Ночі я запер рукави, сів за стол, придумав свою мову. Придумавши, я відкинувся на спинку кресла, у попільниці скурчилися 5 недопалків. Безіменна квітка на подвоконі задумалася про блюд und Boden. У моїм тихім і цікавим дворі було вже темно. У домі насупред давно включили світло і завісили фіранки, як у примірчених кабінках. Голі люди за фіранками примірвали на себе одно одного. Тісні? Не тісні? Нормально. Сойдет для сільської місцевості, як казали мої городські батьки. Ноутбук тихо буркотав у тишині кватери, освітляючи мій твар. Шерий твар чоловіка, який придумав свою мову. Irgendwann habe ich mir einen Kaffee aufgebrüht, mich an den Tisch gesetzt und mir meine Sprache ausgedacht. Nachdem ich sie mir ausgedacht hatte, lehnte ich mich auf meinem Stuhl zurück und sah mich in Ruhe um. Im Aschenbecher kauerten 5 Stummel. Die namenlose Blume auf dem Fensterbrett sinnierte über Blut und Boden. In meinem stillen, langweiligen Hof war es schon dunkel. Im Haus gegenüber hatten sie schon längst Licht angemacht und die Gardinen vorgezogen. Wie in den Ankleidekabinen. Nackte Menschen hinter den Vorhängen probieren einander an. Drückt es, zwickt es, passt. Langt für auf dem Land, wie meine urbanen Eltern zu sagen pflegten. Das Notebook schickte ein leises Grummeln in die Stille der Wohnung und erleuchtete mein Gesicht. Das graue Gesicht eines Menschen, der sich eine Sprache ausgedacht hatte. Für einen Augenblick konnte ich mich selbst von außen betrachten. Als säße ich an einem Feuer mitten im Wald, kennte nur 3 Wörter und bräuchte nichts weiter. In diesen Momenten vor dem angeschalteten Notebook in der dunklen Wohnung,
beim Blick aus dem Fenster, kann es dir vorkommen, als wäre die ganze Welt von dir erdacht. Als wärst du es, der eben diese sonderbare Welt mit ihrem Eigenleben auf seiner Tastatur erschaffen hat. Ein gefährliches Gefühl. Und wie schmerzhaft dann die Einsicht, dass von dir überhaupt keine Rede sein kann. Da gab es ja wirklich weit und breit nichts, wozu ich beigetragen hätte. Alles, vom Dach über meinem Kopf bis zum winzigsten Mikrochip von Straßenlaternen zum Rädchen im Feuerzeug, hatten andere erdacht, gefertigt, erbaut, bemalt und benannt. Und die Menschen hinter den Gardinen machten keinerlei Anstalten, sich hinter mir zu versammeln. Ich hatte keine Ahnung, was in ihnen vorging, so wenig wie sie von mir. Das Einzige, worüber ich normalerweise verfügen konnte, war die Zeit. Leere Kästchen, in die ich mich einschreiben musste. Kästchen sind knapp und du bist reichlich. Da hilft nur Tricksen. Doch diesmal war es anders gekommen. Seit ich mich mit meinem Becher Kaffee an den Tisch gesetzt hatte, waren 2 Stunden vergangen. Von den Lichtern abgesehen, hatte sich scheinbar nichts verändert. Ich war noch der Alte und auch die Welt war noch dieselbe wie vor 2 Stunden. Und doch gänzlich anders. Dort draußen liefen Menschen herum und sie alle bedienten sich einer fremden Sprache, während ich meine eigene hatte. Für sich genommen veränderte dieser Umstand noch nichts und doch erfüllte er mich mit einer seltsamen Freude, als hätte man mich eines Verbrechens für schuldig befunden, für das ich niemals den nötigen Mut aufgebracht hätte. Ich nannte sie Balbuta. Gott allein weiß warum. Und dieser Gott war ich. Schon als Kind hatte ich mich für konstruierte Sprachen begeistern können. Ich weiß noch, wie wir Papierfiguren ausschnitten, sie angemalt und dann auf dem Fußboden Staaten gespielt haben. Wir haben Krieg geführt, Frieden geschlossen, Handel getrieben, uns neue Ländereien zugelegt, Teppich Sibirien, Sofa-Gebirgszüge und andere koloniale Besitztümer. Man musste sich eine möglichst große Bevölkerung besorgen. Unter unseren Scheren rieselten Soldaten zu Boden, Bauern, Beamte, Priester, See- und Kaufleute. Soldaten machten wir natürlich am liebsten. Wir erfanden Uniformen und Waffen für sie, Orden, Ränge und für die größten Helden sogar Charaktere. Ich hatte das Spiel erfunden und meine Freunde sofort angefixt. Wir konnten stundenlang auf dem Boden herumkrabbeln, unsere Armeen und Bevölkerungen verschieben, Städte errichten und uns pausenlos beschießen und bekriegen. Dam, dam, dram. Tausende Figuren mussten unseren Befehlen gehorchen. Wir waren 12, 13 Jahre alt. Das Zeitalter der Computerspiele war noch nicht angebrochen, aber unser Spiel begeisterte uns auf eine Art und Weise, wie es die heutigen Baller und Arcade- und Strategiespiele nicht vermögen. Wir spielten nach der Schule bei mir zu Hause und unsere Welt musste wieder abgebaut sein, bevor meine Eltern von der Arbeit kamen. Sonst musste alles hastig unter den Füßen der Erwachsenen zusammengerollt werden und man vergaß in der Eile, welche Grenzen gerade in der Welt gezogen worden waren. Manchmal kamen die Erwachsenen früher und erwischten uns mitten in unserer kollektiven geistigen Umnachtung. Anfangs achteten sie nicht weiter darauf, was sich da vor ihren Füßen abspielte, aber mit der Zeit wurden sie hellhörig. Wie gesagt, die Idee zu dem Spiel stammte von mir. Meine Freunde waren neidisch deswegen und wollten Einfluss auf die Regeln nehmen. Aber das passte mir ganz und gar nicht. Deshalb erhoben wir uns mitunter vom Boden und setzten den Widerstreit im Luftraum fort. Da standen sich nicht mehr Papierfiguren gegenüber, sondern gestrenge Gottheiten mit geballten Fäusten. Und noch eine weitere Idee stammte von mir. Nicht nur Papiersoldaten, Mönche, Werktätige für das Spiel zu basteln, sondern auch Frauen. Keine Frage, über den Frauenfiguren saßen wir deutlich länger. Versuch doch mal, all die geheimnisvollen Kurven und Katzenprofile auszuschneiden. Die feine Spitze der rätselhaften Körper,
die jemand erfunden haben muss, um uns zu strafen. Körper. Körper, an die man nur denken musste, schon wurde einem die Hände feucht, die Brustwarzen hart und es zog einen zwischen den Beinen. Einmal gezittert, schon hattest du statt einer Frau eine aufgedunsene, unförmige alte Hexe. Und Alte zählten nicht. In unseren Spielen kamen überhaupt weder Alte noch Kinder vor. Nur gesunde, weiße Papiermannsbilder, die ihresgleichen aus dem Weg räumen wollten. Es ist schon eine Krankheit, diese Jugendzeit. Mein Körper kam mir damals vor wie ein Baum im Frühling. Ich sah in den ersten Knospen, an den Zweigen, in den Schmerzen, unter denen sie sich im Frühjahr öffneten, in ihrem Flaum und ihrem morgendlich saftigen Stöhnen, das ich allein zu hören schien, etwas meinem armen Knabenkörper Verwandtes. Was war das für eine Qual? Die Leiden des 13-Jährigen. Denn unsere Fantasie war damals so in Schwung, dass wir keinerlei Pornos brauchten, keine Stimulantien. Irgendwann konnte ich nicht mehr an mich halten und zeichnete nackte Frauenfiguren. Alle grölten vor Lachen und folgten erleichtert meinem Beispiel. Und dann lagen wir bäuchlings auf unseren Imperien und verglichen, wer es wie hinbekommen hatte. Wir lagen knallrot am Boden, als hätte man uns die Haut abgezogen. Und irgendwie wollten wir einander nicht in die Augen sehen. Und wir hatten Angst, unsere Eltern könnten gleich kommen und uns bei diesem Spiel überraschen. Diese Angst war so groß, dass wir die Frauenfiguren nach jedem Spiel zerstörten. Das nächste Mal mussten wir wieder neue basteln. Und wir bastelten eifrig und unbeholfen. Und wir wussten nicht mehr, wer wir waren. Götter, Sklaven oder Verrückte. Und wir lachten laut und wir fluchten und wir fuhren aus der Haut wegen etwas Unaussprechlichem, Schrecklichem und Unausweichlichem. Was das mit konstruierten Sprachen zu tun hat, fragen Sie mich? Mit Balbuta? Ist sie etwa damals schon entstanden? Natürlich nicht. Balbuta war noch so fern wie der Mond. So fern wie der Papiermond für den geschärften Bleistiftzahn. Aber damals, bei unseren komischen Spielen, wenn wir unsere Papierfiguren über den Boden schoben, stellte ich eine wichtige Bedingung an die Jungs. Wenn wir schon Staaten und Völker hatten, mussten wir auch Sprachen für sie erfinden, erklärte ich ihnen ungeduldig. Es erschien mir so offensichtlich. Ich hätte heulen können, aber leider ging das nur mir so. Meine Freunde ließen sich widerwillig darauf ein, aber es war zwecklos. Sie begnügten sich mit 2, 3 dürren Phrasen, reines Dekor, sinnlose Phrasen, die sie sich selber nicht merken konnten. Und wenn ich sie ausfragte, wie dies oder jenes Wort oder eine Wendung in ihrer Sprache hieß, war immer schnell Schluss. Ich habe ihre rauen, überdrehten Stimmen noch im Ohr. Ich würde ihnen mit meinen Launen nur das Spiel verderben. Inzwischen ist mir natürlich alles klar. Sie wollten etwas anderes. Tam, tadaram. Macht, Schüsse, Soldaten und nackte Frauenfiguren. Ein paar aus dem Stand erfundene Wörter für ihr Volk fanden sie völlig ausreichend und waren dann verärgert, wenn ich ihnen die gruseligen Unstimmigkeiten in ihren Sprachsystemen aufzeigte. Mir war das nämlich bitter ernst. In dicken Heften legte ich Wörterbücher und Grammatiken für meine papierenden Untertanen an. Und ich achtete streng darauf, dass in meinem Land alles regelkonform zuging. Gab einer meiner Generäle eine schriftliche Order, musste ich immer wieder in meinen Heften nachschlagen. Meine Generäle durften keine Fehler machen, jedenfalls keine sprachlichen. Das ärgerte meine Freunde. Ihre eilig zusammengeschnippelten Völkchen sprachen munter Russisch, obwohl sie auf dem Papier ihre Landessprachen hatten. Klingt irgendwie vertraut, nicht? In meinen Truppen und Geheimdiensten gab es sogar eigens ausgeschnittene und ausgemalte Spezialkräfte mit dunklen Brillen, die die Sprachen der Feinde lernen sollten, aber sie hatten einfach nichts zu tun und verschlissen auf den Teppichen ihrer Papierhosen. Ja,
Schon als 13-jähriger Freak in Trainingshosen hatte ich Sprachen erfunden. Mein Lieblingsbuch war damals das Wörterbuch des jungen Philologen. Besonders der Eintrag, der überschrieben war mit künstliche Sprachen. Ich sehe ihn noch vor mir. Er war auf der rechten Seite, links war eine Abbildung. Und er ging auf der Folgeseite noch weiter. Ich las ihn wieder und wieder und erinnere mich noch genau an das schale Gefühl, wenn ich die Seite umblätterte. Der Eintrag war ärgerlich kurz und viel zu schnell zu Ende. Ich wollte unbedingt mehr Informationen, aber die waren nirgends zu bekommen. Nicht in der Schulbücherei, auch nicht in der Stadtteil oder Stadtbibliothek. Überall dieselbe Armseligkeit. Ich hatte nur mein armes, weißes, allwissendes Wörterbuch. Kackbraune Kakao und Konfitüreflecken auf meiner Leib- und Magenseite. Kekskrümel, in Ewigkeit geplättet im prallen Falz. Anthropomorphe Sprachäste in den Abbildungen. Bald schlug es sich von selbst auf der richtigen Seite auf. Um wiederum diese Armseligkeit zum Vorschein zu bringen, die ich längst auswendig kannte. Und doch habe ich eben auf diesen weißen Büchlein zum ersten Mal von Esperanto und Zamenhof erfahren, von Volker Pück und Pfarrer Schleier, von Ido von Interlingua. Diese Worte verzauberten mich. Ido Esperanto klang für mich nach einem Frauennamen. Und Volker Pück, wie der Name einer wollüstigen Waldgottheit, die der unschuldigen Nymphe bzw. der Nymphomanin nachjagte. Fast konnte ich die fremden, unverständlichen Worte hören, die ihnen über die Lippen gingen. Das Bild, das ich vor mir sah, sobald ich mein Wörterbuch zur Hand nahm, hatte etwas Verruchtes und Beunruhigendes. Das Wörterbuch lag immer richtig. Bei ihm konnte ich die Scheußlichkeit unserer Siedlung und den Irrsinn meiner schrecklichen Mittelschule vergessen, die öden Pflichten, die roten Armbinden der Diensthabenden, mit denen wir Schüler aussahen wie Jungnazis. Mit seinem festen Einband, rundum positiv und korrekt, vollfarbiger Illustrationen wie eine Kinderbibel, verhieß dieses verführerische Wörterbuch für Oberstufenschüler mit seinem gesamten Aussehen jedem Jungen oder Mädchen, das die Philologie auserkor, einen Platz in den Reihen der Intelligenzia. Allzeit saubere Hände, Schreibstubenruhm und den weißen Befreiungsschein für die schwärzesten Arbeiten. Mein Glaube daran war rasch verflogen, aber die Sprachen hatten mich verzaubert und der größte Zauber bestand darin, dass das tatsächlich möglich war, etwas Eigenes erschaffen. Später begriff ich, weshalb es mir nicht gelungen war. Ich hatte den Anfängerfehler gemacht, der einem ernsthaften Sprachkonstrukteur nicht unterlaufen darf. Ich wollte, dass die Sprache, die ich erfand, wie lebende Sprachen war, wie bereits existierende. Eine Rede, die den Anschein von Leben erweckte. Sprachen, wie von Millionen Menschen verwendet, seit Hunderten von Generationen, ergraute, urwüchsige Sprachen, in denen eine Vorgeschichte verborgen lag. In meinen Konstruktionen bereitete ich gewissermaßen den Klangteppich für meine Serie aus, schmückte die mir vertragsmäßig zustehende Kunstwelt mit einer Kunstsprache. Ich war nicht frei. Alles sollte sein wie bei anständigen Leuten. Aber ich hatte nur meine stümperhaft ausgeschnittenen Papierfiguren zur Hand. Mir wäre im Traum nicht eingefallen, dass auch meine Freunde und ich Helden waren, die eine Sprache verdient hätten, dass wir die fertige Vorgeschichte waren, durchaus geeignet, etwas Neues hervorzubringen. Dankeschön, Herr Rath. Vielen Dank für diese wunderbare Lesung. Dieser Ausschnitt ist noch nicht ganz fertig, aber angesichts der fortgeschrittenen Zeit müssen wir an dieser Stelle leider unterbrechen. Vielen Dank an Frau Maljarczuk für das Lesen und auch an Maria, natürlich auch an Alhirt und an Sie, Herrn Rath, für das wunderbare Lesen. Nicht unerwähnt an dieser Stelle, leider gehen auch ganz, ganz wichtige Akteure bei solchen Lesungen unter und das sind natürlich die Übersetzerinnen und Übersetzer.
Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass die Texte von Frau Maljarchuk von Claudia Date übersetzt worden sind. Und der Text, den Sie gerade von Herrn Bacharewitsch gehört haben, wurde von Thomas Weiler ins Deutsche übertragen. Und der ganze Roman Die Hunde Europas wird 23 oder 24 dann in Gänze erscheinen und dann vorliegen. Ich habe an dieser Stelle eine ganz kurze Frage auch nochmal an dich, Alhjert. Dein Roman beginnt ja mit einer gewissen Hasstirade auf Sprachen, auf alle Sprachen, auf Belarussisch, auf Russisch, auf Deutsch und so weiter. Daraufhin erfindet der Protagonist dann wiederum seine eigene Sprache. Eine ganz kurze Frage meinerseits. Wie ist denn, wenn du die Situation in Belarus für uns kurz beschreiben würdest? Das ist ja, ja relativ vielleicht aus unserer Perspektive ungewöhnlich, denn es ist ja auch genauso ein Stück weit wie die Ukraine, ein bilinguales Land, in dem sowohl Russisch als auch Belarussisch gesprochen wird, in dem aber die Titularsprache des Landes, Belarussisch, eigentlich eine Minderheitensprache ist. Wie lebt es sich in einem solchen Land für einen belarussischsprachigen Autor wie dich? Wie arbeitet man da? Vielleicht kannst du uns ganz kurz schildern, wie sich diese ja, vielleicht leicht verrückte Situation ausnimmt. Ja, Entschuldigung, der Auszug aus meinem Roman war wirklich so groß. Ja, ich würde sagen, dass die Belarussen heute in Wirklichkeit größtenteils zweisprachig sind. Aber eine Sprache haben sie sozusagen in aktiver Benutzung und die zweite tief im Passiv. In Belarus dominiert wirklich die russische Sprache. Es gibt nicht so viele Menschen, die Belarussisch im Alltag sprechen. Mehr als die Hälfte Belarussen, sie haben Belarussisch als ihre Muttersprache genannt, aber sie benutzen diese Sprache kaum aktiv. Und ich glaube, nur 5% der Menschen in Belarus spricht ausschließlich Belarussisch immer und überall. Aber diese Situation, sie ist nicht so einfach, so eindeutig, wie es beim ersten Einblick vorkommen könnte. Für Belarus heute ist es ganz normal, wenn ein Mensch zum Beispiel Russisch immer spricht und gerne die Bücher auf Belarusisch liest. Und die belarussische Sprache ist sehr gut im Internet verbreitet. Es gibt sehr viele Internetseiten, es gibt soziale Netzwerke auf Belarusisch. Und ja, viele Leute schalten sich mit Sprachen bei der Kommunizierung um. Und für die Gesellschaft spielt die belarussische Sprache sehr große symbolische Rolle. Das Belarussisch ist ein sehr wichtiges Zeichen unserer Identität. Die Menschen haben zu dieser Sprache wirklich Respekt, auch wenn sie sie nicht so oft benutzen. Die Belarussen stehen zu ihrer Sprache wirklich positiv. Sie lieben diese Sprache, aber leider sozusagen, sie lieben sie distanziert. Und in Belarus gibt es jetzt zwei Amtssprachen, Russisch und Belarussisch. Und sogar Lukaschenko kann das nicht, Belarussisch zu verbieten. Und wenn Sie einmal nach Minsk kommen, sehen Sie die Straßenschilder auf Belarussisch und sogar in zwei Varianten, Kyrillisch und in Latinka. Der öffentliche Verkehr ist nur auf Belarussisch. Und das Belarussische wird in jeder Schule gelernt. Es gibt viel Literatur, Theaterstücke, Veranstaltungen. So würde ich sagen, die belarussische Sprache ist krank, aber nicht tödlich krank. Die belarussische Sprache stimmt nicht. Und ich kann vergleichen, zum Beispiel als ich 15, 14 Jahre alt war, sagten die Menschen in Belarus, dass die belarussische Sprache wirklich ausgestorben ist. Und die heutige Situation ist
viel besser, ist ganz anders. Und ich als Autor, ich lebe mit der belarussischen Sprache ganz natürlich. Meine Frau spricht Belarussisch, mein Bruder spricht Belarussisch, mein Vater spricht Belarussisch, alle meine Freunde sprechen Belarussisch. Meine Oma sprach auch Belarussisch. Ja, so die Situation ist nicht so katastrophal und nicht so katastrophisch. Und ich würde auch sagen, dass unsere Revolution im Jahre 2020, sie hat diese Situation mit der Sprache sehr viel verbessert. Jetzt stehen die Leute noch mehr positiv zu dieser Sprache. Es gibt Sprachkursen und die Menschen laden die Autoren ein, um etwas über die belarussische Literatur zu erfahren. Und ein Beispiel dazu. Vor kurzem hatten ich und Julia Timofejeva eine Lesung für die Belarussen, die in Wien leben. Und das ist auch etwas Neues. Es war der Tag der Muttersprache, der internationale Tag der Muttersprache. Und sie haben uns speziell eingeladen. Früher gab es keine solche Veranstaltungen. Aber das Letzte, das ich unbedingt sagen muss, ich rede gerade über den literarischen Standard der belarussischen Sprache, aber es gibt auch diese sogenannte Tresjanka, diese Mischung aus der belarussischen und russischen Sprachen. Und diese Sprache ist sehr gut verbreitet in Belarus. Ich weiß, dass es in der Ukraine auch Furje gibt. Ja, und diese Tresjanka ist etwas Ähnliches. Ja, und viele Leute, besonders auf dem Land, sie sprechen diese Tresjanka. Und das ist ein Sprachphänomen und wir müssen auch daran denken, dass die Tresjanka auch eine Sprache ist. So, Belarus ist nicht einsprachiges Land, das ist multisprachiges Land. Also drei Sprachen mindestens. Mindestens drei, ja, genau. Aber lustigerweise ist das nicht nur in Weißrussland und in der Ukraine passiert, dass zwei Sprachen gemischt werden, sondern also diese große russische Sprache und die einheimische, ukrainische oder weißrussische, sondern auch in Moldau. Und das ist sehr interessant, weil dort also rumänische Sprache, die überhaupt nicht slawische Sprache ist, und sie mixen rumänische quasi so, und russische Sprache zusammen. Das ist auch, das war für mich vollkommen neu, das zu erfahren, dass es auch in solchen Fällen zu einem Mix kommt, ja. Das ist sehr interessant. Ich wusste gar nicht, was die Russen würden diesen Mix nicht verstehen und auch die Rumänen werden diese Sprache auch nicht verstehen, weil das so stark geprägt mit russischen Wörtern ist. Ja? Das ist eben wieder eine Erbe der Sowjetunion, die geblieben ist. Ja? Oder es ist schon nachentwickelt, ja? Im Nachhinein, also nach dem Tod der Diktatur hat sich sowas entwickelt. Vielleicht hat diese Diktatur sich in die Sprache versteckt. Ja, genau. Ja, vielen herzlichen Dank an Sie beide für diesen faszinierenden Einblick. Ich würde sagen, da wir tatsächlich gesagt haben, 80 Minuten und wir wollen nicht länger machen, würde ich einmal die Zuhörerinnen und Zuhörer auffordern, wenn sie Fragen haben, sie in den Chat zu schreiben. Den finden Sie unten bei Zoom. Bitte in den Chat formulieren, wir würden sie dann stellen. Und während Sie sich Fragen überlegen und diese formulieren, vielleicht noch eine letzte Frage, doch noch einmal zurückkehren zum sowjetischen Erbe und jetzt auch zu Ihnen, Tanja Maljatschuk. Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich in letzter Zeit viel damit, Sie setzen sich damit auseinander.
Wie würden Sie denn das Nachwirken der Sowjetunion einschätzen? Ist das zeitlich schon so weit weg, also auch jetzt für Sie und Ihre Generation, dass Sie dem nachgehen müssen, wie Sie das in Ihrem Blauwalroman mit Wjatscheslaw Libinski gemacht haben, also wo die Zeit einfach die Leben zermalmt? Das ist ja sehr ein schönes Bild, wie ein Blauwal das Plankton. Oder sind bestimmte Dinge noch relativ präsent? Sehen Sie, in diesem Roman habe ich mich beschäftigt mit der Zeit, die vor der Sowjetunion geschieht ist. Es ist eigentlich vor der Gründung der Sowjetunion. Und ich muss sagen, dass obwohl ich wenig gelebt habe in der Sowjetunion, ich hab sie immer gehasst. Ich habe das Sowjetische geleugnet, verdrängt und gehasst, wirklich. Und das war für mich ganz wichtig, möglichst weg von dem allen zu sein. Und das ist nicht nur meine Sache, nicht nur so mir passiert. Das ist vielleicht eine normale Phase, dass wenn man endlich frei ist, dann will man mit dem Gefängnis nicht mehr zu tun haben, nicht mehr sich damit beschäftigen. Und erst 30 Jahre diese Distanz ermöglicht, dass ich endlich mit den Emotionen irgendwie weniger vorkomme, sondern dass ich irgendwie ohne Einschätzen einfach, ich will einfach wissen, ja, wissen, was tatsächlich passierte, weil das, was ich weiß, das ist alles nur Klischee, das sind nur Stereotypen. Mhm. In der Wirklichkeit war das viel komplexer. Es war nicht nur schwarz-weiß. Ja? Und das interessiert mich jetzt sehr. Und ich sehe, wie schwer ist das auch, darüber zum Beispiel zu schreiben, über die Zeiten in der Sowjetunion, weil egal, worüber du schreibst, immer schreibst du über die Diktatur, über den Staat. Weil sie war überall. Ja? Im Alltag. Du willst eine Liebesgeschichte schreiben, das geht nicht, weil du trotzdem musst darüber schreiben, über all diesen anderen Dingen, schrecklichen, tragischen Dingen. Und dann, wie kann man das so beschreiben, damit die Leser sich dann nicht aufhängen? Das ist nicht so viel zu tragisch. Ich will nicht diese Tragik. Mhm. Ich will einfach erzählen, Geschichte erzählen, die nicht nur über Blut und Repressionen und Verbannungen und Deportationen und so weiter, nicht nur das, es gab noch was anderes, ja? Aber das ist sehr schwer, wegen all diesen Sachen, mhm. die uns verwundet haben und beinahe zerstört, aber nicht nur, also Gott sei Dank nicht. Deshalb, ich glaube, ich bin schon in der Phase und meine Generation schon in der Lage, ruhiger darüber zu sprechen und nicht so abneigen, mit nicht so große Abneigung, sondern man muss nicht alles einschätzen, wie das war. Ja? Man soll einfach erzählen. Ja? Und dann die Leser oder werden selber eigenes Bild schaffen. Ja? Ich glaube, das ist die Zeit, ein bisschen mehr über die Sowjetunion zu erfahren. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne an das Publikum weitergeben und bitte Fragen in den Chat zu schreiben. Ich sehe mal noch keine. Miriam, du? Nein, ich sehe auch keine. Haben wir das Publikum? Ja, das ja, ja, ja. Tanja Maljatschuk, Sie müssen nur unten auf die Teilnehmer klicken, dann, okay, dann sehen Sie, dass Publikum da ist. Und wir sind natürlich, sage ich auch dazu, sehr dankbar für Rückmeldungen, weil das ist jetzt dieses Zoom-Webinar, wo man nur die Veranstalter sieht, aber die Zuhörer wissen nicht, wer sonst noch alle zuhört. Und hierzu gerne Rückmeldungen. Mag ungewohnt sein, das ist von unserer Seite mal ein Versuch, es so zu machen. Ich will nur noch ergänzen, wenn wir keine Fragen haben. Was Sie, nach meiner Recherche jetzt sehr für mich interessant ist, habe ich verstanden, dass eigentlich Sowjetunion ist nicht gleich Sowjetunion. Es gab viele Phasen in der Sowjetzeit und das ist sehr wichtig. In den 90er, 80er Jahren, das ist diese Perestroika-Zeit, wenn man wirklich weniger Angst hat. Aber das waren auch 70er Jahren, das waren auch die Jahre unter Stalin. Und das sind wirklich verschiedene Staaten sogar, verschiedene Regime.
das, was wir wissen über die 80er Jahre und wir denken, so war die Sowjetunion. Nein, sie war sehr unterschiedlich. Und in 30er Jahren zum Beispiel auch noch was ganz anderes mit all diesen eben schrecklichen Dingen, Repressien und Tötungen. Wir haben eine Frage, ich sehe es. Und zwar mehrere Fragen. Einen Moment. Ich stelle mal gleich die erste, die war von Annemarie Platzgummer-Kinbeutner an Sie, Herr Bacharjewitsch, nämlich ein Interesse für die gemischte Sprache, die Drasjanka, und die Bitte, ein Beispiel zu geben. Ein Beispiel. Also, oder wie schaut das aus? Wie muss man sich die gemischte Sprache vorstellen? Drasjanka ist eigentlich, das bedeutet die russischen Wörter, aber auf Belarusisch ausgesprochen, und die Phonetik ist Belarusisch und das Syntax ist Belarusisch, aber lexisch, die Lexik, der Wortschatz ist am meisten russisch. So, und wenn ich auf Russisch spreche, aber alles auf Belarusisch, alle Töne ausspreche, dann ist das diese gemischte Sprache. Aber ich kann ein Beispiel geben, aber ich weiß nicht, ob das Publikum die Drasjanka oder Russisch oder Belarusisch versteht. Viele verstehen Russisch. Also nur zu. Also. Ich hab mein Buch Die Funde Europas, und zum Beispiel ich lese vom Anfang Interessante, auf Interessante. Как же мне надоел ваш белорусский язык, кто б знал? И кто б знал, с каким наслаждением я пишу это. Надоел, опостылел, осточертел. Прыщ моя обрусшая мова, прыщ. Ты удоволь начешилася, тобой не заробишь, не забьешь, не наиграешься. Тобой тебя уже не забудешь. Будто какая-то незнакомая баба в привокзальном тумане, похитительница оставленных на минутку детей. Однажды ты появилась из ниоткуда, взяла меня за руку и повела в заплеванный подземный пироход. Dankeschön. Frau Majorczuk, können Sie uns vielleicht kurz auch was auf Surzhik sagen, zum Vergleich? In meinen Kreisen, also Surzhik spricht man, wenn man weniger ausgebildet ist, das ist wahr. Also man versteht einfach nicht, wo ukrainisch, wo russisch ist. In den Dörfern zum Beispiel oder sonst auch, oder auch in großen Städten. Aber wenn man sich mit der Sprache nicht sehr beschäftigt, dann kommt das zu Surzhik natürlich. Aber in meinen Kreisen, die sich mit Sprache beschäftigen, sie wissen sie, was sie machen und wie sie die russische Sprache nutzen, um Pathos zu sinken. Zum Beispiel Wörter wie Seele, Leben, Liebe. Man sagt auf Russisch, um nicht so pathetisch zu klingen. Und dann wird das gleich irgendwie lustiger, irgendwie so nicht so pathetisch eben. Ich weiß nicht, ob es auch in Weißrussland so ist. Keine Ahnung. Weil wir so große Angst vor Pathos haben. Weil das Pathetische war gleich Propaganda. Ja, und immer noch, obwohl 30 Jahre her schon ist, trotzdem haben wir noch diese Angst, viel zu pathetisch zu klingen, dann lieber mit diesem schwarzen Humor, lieber mit dem so derb zu klingen, lieber derb klingen, als zu klingen, aber nicht pathetisch. Ja. Ja, Entschuldigung, Daniel, ja, es war auch so, bei uns auch so, aber vor der Revolution, glaube ich, die Revolution braucht diese Pathetik, und sogar ich habe ein sehr pathetisches Gedicht geschrieben im August 2020. Vielleicht nicht pathetisch, sondern ernst. Vielleicht endlich ernst zu sein, ja, und normal in dieser Sprache sich zu äußern. Ja? Das haben wir auch nach Maidan oder während des Maidans gemacht. Dann wenn endlich, wir haben uns erlaubt, einfach ernst zu bleiben. Und unsere Sprache verwenden in normalen Fällen, nicht nur um einen Clown zu spielen oder so. Naja. Vielen Dank. Jetzt gibt es noch eine weitere Frage von Gesine Treff-Süller.
Inwiefern nimmt die belarussische die ukrainische Literatur wahr und umgekehrt? Gibt es etablierte Netzwerke? Also ist an Sie beide gerichtet natürlich. Ja, inwiefern nehmen Sie sich, eine wunderbare Frage, nehmen Sie sich gegenseitig wahr? Glaub, beginnen vielleicht Sie, Frau Maljatschuk, ja, und dann Herr Bacharewitsch. Ich glaube, dass weißrussische Literatur, Entschuldigung, ob es in Ordnung ist, dass ich weißrussisch sage, keine Ahnung, oder belarussische Literatur. Belarussische ist besser, aber bitte, ja, Ihre Meinung. Belarussische Literatur ist ziemlich gut in der Ukraine aufgehoben, nicht? Ich weiß nicht, ich glaube, viele Autoren sind übersetzt worden oder mindestens in den Anthologien, so Lyriker sicher, ja. Ich weiß nicht, ob es umgekehrt ist, ob man übersetzt ins Belarussische die ukrainische Autoren, keine Ahnung. Die ukrainische Literatur ist in Belarus sehr gut bekannt und sehr gut vorgestellt. Es gibt viele, viele Übersetzungen und ich glaube, wir haben sehr gute Vermittler. Zum Beispiel der Dichter Andrei Khadanovich aus Belarus, er hat sehr viele ukrainische Autoren übersetzt und auch andere Dichter und Autoren. Wir haben sehr viele Kontakte mit der Ukraine, wir haben viele ukrainische Freunde, Kollegen und wir sind sehr häufig zu den Literaturfestivals eingeladen, aber es war früher. Jetzt treffen wir uns natürlich nur online. Und ja, ich und Julia Timofejeva, wir sind zu einem Festival nach Kiew angeladen, Arsenal im Mai, aber wir wissen nicht genau, ob dieses Jahr dieses Festival stattfindet. Ja, vielen Dank. Es gibt noch eine sehr interessante Frage, wie ich glaube, von Miranda Jakischer. Die fragt wiederum an Sie beide: Sehen Sie ein generationales Trauma, das Sie geerbt haben von der sowjetischen Generation vor Ihnen, also von der Generation oder von Ihren Eltern? Wie ist Ihr heutiges Verhältnis zum heutigen Russland? Nur kritisch oder spüren Sie auch eine Verbundenheit? Beginnen wir vielleicht wieder mit Ihnen, Frau Maljatschuk, und dann Herr Bacharewitsch. Ich habe darüber schon ein bisschen gesprochen, aber für mich ist, wie ich die Sowjetunion verstehe. Es waren zwei Dinge, die an den Menschen getan wurden. Also Repressionen, starke Repressionen, einfach Mord und Enteignung der Privateigentum, des Privateigentums. Das ist ganz wichtig. Aber das ist so in dieser materiellen Welt. Und in der geistigen Welt ist das so passiert, dass wenn ein Mensch nichts besitzt, dann hat ein Mensch auch keinen Selbstwert. Und das ist das Schlimmste, was uns passierte, dass ein konkretes Leben, also ein Leben des Individuums, nicht zählte. Das hat Sowjetunion gemacht, ja? Jede Einzelne keinen Wert an sich hatte. Und so hat auch ein Mensch sich selbst nicht geschätzt. Ich glaube, wenn ich über ein Trauma sprechen würde, dann würde ich über diesen Minderwertigkeitskomplex oder das viel tiefer geht. Ja? Dieser bekannte Spruch erinnern sich alle in der Ukraine jetzt sofort an, dass es gibt keinen Menschen, der nicht ersetzt werden kann. Also ein Mensch zählte in der Sowjetzeit überhaupt nicht und immer noch sehr schwer ist. Tun wir damit, um diese Basis der menschlichen Rechte, ja, dass der Mensch wert ist überhaupt, das ist zu aufzubauen, ja. Und vielleicht noch ganz kurz, spüren Sie noch eine Verbundenheit, also jetzt eher auf der persönlichen Ebene zu Russland, haben Sie Verbindungen dorthin oder sind hier die Verbindungen vielleicht nie da gewesen oder... Tragisch und traumatisch. Also ich persönlich war in Russland einmal 3 Monate, lebte ich in Sibirien. Ich bin sehr glücklich, dass ich damals in der 11. Klasse diese große Reise gemacht habe. Meine Tante lebt in Russland seit Jahren. Sie war als ukrainische Nationalistin, wurde sie eigentlich gezwungen, nach Sibirien auszuziehen.
weil ihr gedroht haben, die Kiewer damals in der Sowjetzeit, Kiewer Polizisten, dass sie die Tochter dann irgendwo dort findet, wenn sie nicht fährt. Weil sie war Journalistin. Und jetzt ist es sehr tragisch, weil ich den Kontakt fast nicht mehr habe, weil sie sehr stark anti-ukrainisch geworden ist und pro-Putin. Ja. Mhm. Und das ist dann schwierig. Das passiert nicht nur mir. Viele Ukrainer haben Verwandte in Russland, die jetzt sehr stark anti-ukrainisch geworden sind. Und sie hat sogar, sie erzählt solche Sachen, dass ich kaum das verstehen kann. Also über die Amerikaner, die in der Ukraine alles machen. Und dass sie, wenn sie nach Westukraine kommt, dann wird sie ermordet, weil das so gefährlich ist, wenn man russische Sprache hört. Also solche Ängste hat sie, die heute die russische Propaganda weiterhin wirklich also wie sagt man in die Gesellschaft bringt, und das ist sehr schwierig, also so ist es. Aber mit Russland selbst, also irgendwie, nein, ich habe keinen emotionalen Kontakt, und nach dem Krieg dann schon sowieso. Es ist schwierig natürlich und auch verständlich. Und Herr Bacharewitsch, wie geht es Ihnen? Also die erste Frage war Trauma, generationales Trauma, und die zweite Frage Verbundenheit gegenüber Russland oder nicht? Ja, ich kann an die Sowjetunion im positiven Sinn denken, nur wenn ich über meine persönliche Kindheit rede. Also die Kindheit ist immer ein verlorenes Paradies, und ich war klein, ich war geliebt, meine Eltern waren jung und gesund, und ich las schöne und spannende Bücher, und ich sah den Film Gästin aus Zukunft, und ich war total bewundert. Die Kindheit ist immer Paradies. Also für mich bedeutet die Sowjetunion, für mich persönlich, für meine Generation, bedeutet die Kindheit. Die Sowjetunion ist meine Kindheit. Aber meine Generation hatte Glück. Wir wurden in der Zeit des Untergangs des sowjetischen Systems geboren und aufgewachsen. Und was hat die Sowjetunion für Belarus gemacht? Welche Traumas? So, dass Belarus so stark russifiziert ist, ist die Schuld der Sowjetunion. Und die Sowjetunion machte von uns Russen, zum Glück ohne Erfolg. Und dass unsere Intelligenz in 30er Jahren vernichtet wurde, ist auch die Schuld der Sowjetunion. Dass wir 200 Jahre die Kolonie Russlands waren, das ist die Schuld Russlands und der Sowjetunion. Dass unsere Kultur langsam starb, dass die Stadt Minsk zerstört wurde, dass unser historisches Gedächtnis getötet wurde. Also diese Kommunisten, sie haben ein großes medizinisches Experiment gemacht. Sie haben versucht, eine neue Menschenrasse zu machen. Und wie können wir nicht krank danach sein? Wie können wir normal leben? So, dieser rote Mensch, die Svetlana Alexejewitsch schreibt über diesen roten Mensch, ich bin auch teilweise der rote Mensch, mit Propaganda vergiftet, ängstlich, neidisch, unglücklich, ohne Glaube, ohne Hoffnung. So, ich bin glücklich, dass diese Sowjetunion gestorben ist. Ich werde alles machen, alles, was ich kann, damit die dieses Imperium nie wieder entsteht. Ja, und was Russland tut, die einzige Verbindung, die ich jetzt habe, ist der Verlag Vremya aus Moskau. Der Verlag Vremya hat meinen Roman auf Russisch veröffentlicht. Und ja, das ist gut, das ist gut. Ich habe verstanden, dass auch in Russland
nicht alle Leute so mit Propaganda vergiftet sind, nicht alle Leute so furchtbar faschistisch sind. Ich und alle meine Kollegen und Freunde in Belarus, wir sind sehr pro-ukrainisch. Und nach dem Krieg in der Ukraine im 2014 hat die Gesellschaft in Belarus sehr stark geteilt. Die junge Generation glaubt Russland nicht mehr. Und die ältere Generation, sie glaubte Putin, sie glaubte diesem russischen Imperium. Aber jetzt nach unserer Revolution ist auch die ältere Generation sehr stark enttäuscht. Also ich weiß nicht aus welchem Grund, aber war die ältere Generation in Belarus fest überzeugt, dass Putin uns helfen könnte. Und jetzt ist es klar, Putin ist für Lukaschenko und Russland hilft uns nicht. Und wie konnte es helfen? Ich weiß nicht. Das ist einfach komisch. Ja, vielen Dank für die klaren Aussagen auch an Sie beide, natürlich auch in Bezug auf die Einschätzung, wie das mit, also ob man noch irgendeine Sehnsucht nach der Sowjetunion hat oder eine Verbundenheit. Das werden wir auf alle Fälle mitnehmen. Ich glaube, wir sollten langsam abschließen. Nur noch eine letzte Frage, die von Andrea Zink kommt und die sich, glaube ich, kurz beantworten lässt. Was sind Ihre nächsten Bücher, die auf Deutsch erscheinen werden? Tanja Maljatschuk, genau. Sie wieder zuerst. Ja. Zuerst muss ich etwas auf Ukrainisch schreiben und dann wird das übersetzt und dann kommt das auf Deutsch. Ich glaube, es wird schon etwas, was mit Sowjetunion zu tun hat. Ja. Ich würde gerne einen sowjetischen Roman schreiben. Und Habacharevich? Und mein Roman Die Hunde Europas wird in einem sehr guten deutschen Verlag erscheinen, aber es ist für 2024 geplant, weil der Roman sehr umfangreich ist und der Übersetzer braucht 3 Jahre eigentlich, um den ganzen Roman zu übersetzen. Und auch der Verlag Edition Fototapeta, den Frau Maljatschuk auch sehr gut kennt. Mhm. Verlag, ja, dieser Verlag plant auch. Genau, an der Farbe erkennbar. Ja, genau. Und dieser Verlag plant auch mein neues Buch auf Deutsch publizieren, aber welches Buch, ja, wir denken gerade darüber nach. Miriam, möchtest du deinerseits noch was ergänzen? Sonst würde ich auf die nächste Veranstaltung einladen. Ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Ich möchte mich aber auch ganz, ganz herzlich bei Maria Piok und Christoph Rath bedanken für das wunderbare Lesen. Wir hatten ganz viele Kommentare im Chat, die auch gerade das wunderbare Lesen hervorgehoben haben und sich dafür bedankt haben. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch an das Literaturhaus am Inn. Auch wenn wir nur jetzt virtuell quasi dort sitzen. Und ja, ich freue mich auf weitere Lesungen und Eva Binder wird Ihnen jetzt noch gleich was zu der weiteren Lesung in dieser Reihe erzählen. Dankeschön. Die nächste Station ist tatsächlich die Republik Moldau und Sie, Frau Maljatschuk, haben uns auch schon eine Frage mitgegeben, nämlich zu dieser Sprachmischung. Und zwar wird die Veranstaltung am 17. März stattfinden, wieder um 19 Uhr, wieder über Zoom, es wird wieder ausgeschickt. Und zu Gast wird Liliana Karobka sein, also zu Moldau tatsächlich nur eine Autorin. Und dann werden wir mit Russland fortfahren. Da können wir, glaube ich, schon sagen, es wird eine Kombination aus Sergei Lebedev und Alina Ganieva werden. Und damit vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank auch noch einmal an unsere beiden Autorinnen, Tanja Maljatschuk und Alhiert Bacharevich. Und hoffentlich beim nächsten Mal dann. Schauen Sie wieder zu und vorbei. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles Gute.